Hallo, ich bin der Axel und heute zeige ich euch, wie ihr mit Hilfe des Cable Managers in unserem DEDOM-System Kabel führt. Jeder von euch kennt die Situation, dass wenn ihr ein D-System aufbauen wollt, dass ihr das Kabelmanagement im Griff haben müsst und manchmal die Kabel zu kurz oder zu lang sind und ihr schauen müsst, wie ihr von Modul zu Modul kommt. K2 hat hier mit dem Cable Manager ein Produkt euch an die Hand gegeben, mit dem es sehr einfach umzusetzen ist. Und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr dieses Produkt anwendet. Hier haben wir schon mal eine Seite unseres D-Systems aufgebaut. Und hier ist es noch sehr einfach, an das Kabel ranzukommen. Ich schnappe mir meine Kabel und stecke sie einfach zusammen. Jetzt ist an dieser Stelle wichtig, hier ist das Kabel schon sehr gut zu sehen, dass es einfach zu lang ist. Hier ist die Gefahr, dass der Stecker im Wasserlauf liegt und entsprechenderweise undicht wird oder das Kabel auf dem Dach scheuert. Also nehme ich das Kabel hoch und arretiere jetzt das Ganze so, dass ich auf beiden Seiten an den Modulen, an den Anschlussdosen nicht zu viel Zug habe. Das heißt, ich positioniere den Stecker, stecke meinen Aufsteckkabelbinder auf und ziehe das Ganze fest. Hier ist darauf zu achten, dass ihr bitte niemals den Kabelbinder so positioniert, dass er Gefahr läuft, in die Einrastmechanismen des Steckers zu rutschen. Weil sonst im schlimmsten Fall sich der Stecker von alleine öffnen könnte. Bei einer klassischen Verkabelung ist es wichtig, also wenn ihr nicht mit Modul-Einzeloptimierern arbeitet, dass in unserem Beispiel ein Ostmodul mit dem anderen Ostmodul verschaltet wird. In der Regel werden eure Kabel hier zu kurz sein, wie auch in unserem Fall das Kabel leider nur 90 cm hat, sodass wir eine Verlängerung einsetzen werden und diese schon mal hier vorpräparieren und hinlegen. Später zeige ich euch, wie wir das ordnungsgemäß an diesem Modul festmachen. Beim Moduleinlegen ist es wichtig, dass ihr schon auf der einen Seite die Kabel gegriffen habt und nach dem Ablegen schon wieder für euch so positioniert, dass ihr beim Legen des nächsten Moduls gut herankommt. Wenn ihr das Modul ablegt, ist es einfach wichtig, ihr macht das zu zweit. Ihr legt das Modul an, einer hält das Modul fest, reicht euch den passenden Gegenstecker und dann steckt ihr die Stecker zusammen. Dann könnt ihr wunderbar an die obere Seite des Rahmens den Cable Manager aufstecken, das Ganze arretieren und das Modul dann sauber ablegen und ausrichten. Jetzt können wir unsere bereits vorgelegte Modulverlängerung oder Modulkabelverlängerung entsprechenderweise auch wieder arretieren, so wie ich das vorhin schon erklärt habe, stecken unseren Aufsteckkabelbinder dran und hier ist es wichtig, einmal den ganzen zu drehen. Er hat hier unten da entsprechend dafür ein Kreuz, so dass wir das Kabel auch an der Stelle nicht einstecken. Und so ist auch auf der kurzen Seite gewährleistet, dass der Stecker der Verlängerung sauber nach oben arretiert ist. Ich kann das Ganze noch ein bisschen nach hinten schieben, dass das Fähnchen weg ist und habe sauber mein Kabel geführt. Jetzt kommt unsere Verlängerung von vorhin zum Einsatz. Diese wird einfach seitlich am nächsten Modulrahmen arretiert. Hier nehmen wir natürlich auch wieder unseren Cable Manager, den wir in die richtige Zugrichtung einstellen und führen unser Kabel sauber weiter. So, wir sind jetzt bereits auf der zweiten Westseite unseres Systems und hier haben wir unsere vorbereitete Kabelverlängerung, die von der anderen Westseite kommt. Diese stecke ich dann einfach hier zusammen und nutze hier ebenfalls schon meinen Kabelmanager, stecke ihn sauber auf und arretiere das Kabel. Da wir hier auf dem Modul kurzen Seite zugewandt sind, ist es natürlich in diese Richtung, wie am Anfang schon gezeigt, sehr einfach zu verkabeln. In diese Richtung empfehle ich, das Kabel hier bereits einmal zu fixieren. Auch hierzu nutzen wir unseren Cable Manager, stecken ihn entsprechenderweise auf und ziehen ihn fest, so dass wir später beim Legen genau wissen, wo unser Kabel ist und wir nicht anfangen, unter dem Modul das Kabel zu suchen. Auch beim nächsten Modul ist es so, dass wir schon das Kabel entsprechenderweise vorsortieren und vorfixieren. Das heißt, ich nehme den Plus, der ja weitergeführt werden muss, und fixiere ihn mir schon am Rahmen. Beim Ablegen halte ich meinen Minus in der Hand, lege mein Modul ein und gebe meinen Minus einfach weiter. Und da ich ja meinen Plus entsprechend schon fixiert habe, kann ich mir den hier ganz einfach greifen und zusammenstecken. Der Cable Manager hält beide Stecker hier sauber auf Verspannung nach oben, ohne dass wir Druck auf den Anschlussdosen haben. Auch mein weitergeführtes Pluskabel von dem anderen Modul liegt entsprechend schon bereit und ich kann meinen Block so entsprechend meines Belegungsplans weiter sauber ausführen. Unser PVX kommt mit integriertem Ballast, sodass ihr bauseits nichts mehr installieren müsst und logischerweise kommt er auch schon als geschlossene Schale. Das heißt, so ist er schon fertig. Wichtig ist, ihr habt die Möglichkeit 50er, 200er oder eine 200er Gitterrinne einfach aufzulegen und zu arretieren. Das war unser kleines Video-Tutorial zum Thema Kabelmanagement und Kabelverlegung unter K2-DOM-System.
Ich hoffe, es hat euch gefallen und hat euch was gebracht. Abonniert diesen Kanal und ich hoffe, man hört sich bald am Telefon.